Es ist Samstag. Willkommen zurück zu Alan Wake 2, beziehungsweise eigentlich Saga Anderson 1. Wir hatten den Joke schon. Wir haben jetzt den großen Schlüssel und können mit dem Dinge tun. Wir könnten vor allem die Jukebox bedienen. Achso, Leute, hier wäre auch direkt die Tür gewesen. Aber wir könnten theoretisch auch die Jukebox bedienen, aber dafür bräuchten wir erstmal die eine Platte, die eine Entschuldigung aus dem... aus dem Museum, von dem ich nicht gerade genau weiß, wo es ist. Wahrscheinlich irgendwo oben. Mal dadurch, dass wir jetzt... Oh. Stimmt. Tor gibt's ja... Odin gibt's ja auch noch. Odin bleibt im Bett. Odin Anderson rührte sich in seinem Bett. Seine Sicht war verschwommen, verschmiert. Er fühlte sich wie von einem Meer aus dunklem Wasser erdrückt. Durch den Dunst konnte er Saga ausmachen. Odin fühlte sich nutzlos. Er wünschte, er könnte Saga erzählen, wie seine Grimassen sie zum Lächeln brachten, als sie jung war. Zu jung, um sich daran erinnern zu können. Odin machte immer Witze darüber, dass Thor ihr Großvater war, doch er war der Allvater. Er musste schmunzeln. Odin war der freundlichere der Anderson-Brüder. Thor fehlte es an Geduld, er war temperamentvoller. Die Brüder stritten oft, aber waren unzertrennlich. Nun war Thor verschwunden, in die Dunkelheit gezogen. Odin konnte es spüren, ihre Zeit lief ab. Die Zeit lief für sie beide ab. Achso, ich höre ihn durch die Wand. Er lag ja einen Raum weiter. Kann man ihn noch retten, oder ist er... Kein Sugar, was kann ich denn machen? Ich kann ihn jetzt ja nicht direkt eine Leuchtfackel liegen lassen. Das ist, Licht anmachen ist ja anscheinend ja auch keine Option, ne? Irgendwie in die Richtung hier. Von den Grad schrie er noch um Hilfe. Tor. Waren hier unten alle Räume offen? Hier unten war auf jeden Fall auch das Museum. Wir könnten aber bei Pat Main, glaube ich, rein, ne? Bei seiner Funkstation. Genau die hier. Kann man die Zettel lesen? Copy Kaffee Inventory. Aber schön, dass die Mitternachtskaffee erwarten. Ich frage mich, wer von der Kaffeebude noch am Leben ist. Old Gottes Saga Museum. Okay, gut, das. Ey, diese Wasserdinger, ne? Okay, das Museum können wir uns später angucken. Das, ich möchte erstmal oben erkunden. Da sind, glaube ich, die interessanteren Räume, würde ich sagen. Also auch so rein musikalisch. Okay, der Raum ist immer noch zu. Oh, Artie ist in sein Zimmer. Wissen Sie etwas über den Kult des Baumes? Ja, ja. Wer nach einer Fichte greift, wird in einen Wacholderstrauch stolpern. Blom gehörte zu ihnen. Er ist gestorben. Ich möchte nicht in seinen Schuhen stecken, aber ich mag seine Schuhe. Was? Ach, schön, dass er weiß, dass Blum ein Kult war. Gut, das wissen wir mittlerweile auch, weil wir haben ja die Aufzeichnung gefunden. Woher wussten Sie, dass Blum Teil des Kults ist? Ja, einem Fuchs gehen nie die Tricks aus. Reiz einen Verrückten und er wird sein wahres Gesicht zeigen. Blum redete gerne. Aha. Ist doch geil, dass das Arti erstmal so 5 Sätze raus hat, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, guck mal, das Bild haben wir eventuell schon mal woanders gesehen. Sagen wir mal, vielleicht in Kontrol? Ah, noch mehr Heal. Ich ahne Schlimmstes, wie ich hier zugeworfen kriege. Travel Finland. Welche Baumstämme? Finden wir noch was anderes, was auf Kontrol hinweist? Außer nicht funktionierende Spiegel. Der Rettungsdingsbums, die Uhr ist natürlich immer kaputt. Finland for Holidays. Und die Disco-Kugel. Hä. Naja, gut. Okay, dann haben wir hier bei Arti erstmal nix. Mandy May, da waren wir schon drin. Da war nix. Denn die komische Fitnessfrau war hier rechts. Normans Tür? Die war letztes Mal auch schon offen, oder? Schlechtes Gedächtnis und so. Gail. So, Gail müssten wir doch jetzt eigentlich... Mit dem RFID-Dings hier, ja. Das ist eine weitere Seite. Das ist natürlich eine weitere Seite.
Na gut, dann hören wir vielleicht noch, was aus ihm geworden ist bei seinem Verschwinden. Wheeler gründete mit den Verkäufen ihres Greatest Hits Albums eine Stiftung. Er nutzte das Geld, um ein Pflegeheim zu bauen. Die alten Männer hatten es verdient. Ein altes Herrenhaus in Bright Falls. Wheeler beauftragte einen Bauunternehmer, der es zu einem Altenpflegeheim umbauen sollte. In diesem Moment fühlte Wheeler sich gut. Er hatte ein Herz aus Gold. Kein Grund für Schuldgefühle. Wheeler überließ die Arbeit dem Bauunternehmer und kehrte nach New York City zurück. Er hatte seinen Teil getan. Zeit für ein neues Kapitel. Die Bauunternehmer fanden heraus, dass Wheeler für immer weg war. Sie nahmen das Geld und flohen. Als der Herbstregen kam, traten die ersten Lecks auf. Ah ja, super. Also sie flohen. Das ist ja natürlich fantastisch. Also sie haben das halt nur so weit gebaut, wie es ging. Hätte der gute Barry ja wissen, was zum Ende durchziehen können. Aber gut, sein Gewissen war rein, ne? Was ist das für eine creepy Tasse? Verdammtes Licht. Es bringt nichts, im dunklen Ort zu heulen. Was war, ist jetzt weg. Aber Probleme sehen anders aus. Du kannst im Keller nach dem Generator sehen. Aber pass auf, man weiß nie, wo sich das Böse versteckt. Der Keller. Danke. Achso, ohne Strom ist der Schlüssel nutzlos. Ja, super. Danke dafür auch, Cynthia. Die Rampe ist in ihren Schuhkarton. Soll ich nehmen mal an? Wir sollten vielleicht noch mal kurz zu Thor schauen, ob es ihr noch gut geht. Naja, liegt hier ganz still. Na gut, wir haben ja immer die Manuskriptseite gelesen. Das ist, der Generator, nehme ich mal an, steht in den Resten des Bunkers. Ey, dieses Wasserspendergeräusch ist schon sehr absichtlich ausgesucht, oder? Wie geht's denn überhaupt eigentlich runter in den Keller? Muss ich da draußen sich in der Klappe oder so? Ich könnte natürlich auch einfach mal einen schlauen Blick auf die Karte werfen. Und wir finden heraus, dass es in der Tat, da wo es zum Wellness Center geht, geht es auch zum Keller. Ich müsste nur einmal rausrennen. Okay. Wir wurden übrigens bis jetzt noch nicht angegriffen. Kann auch passieren. Aber das ist bis jetzt noch nicht geschehen. Draußen ist vor allem das Licht an. Ist auch irgendwie crazy. Ich muss das zerschneiden. Oh, muss ich jetzt echt den weiten Weg rumnehmen? Muss ich nicht. Warte mal, zum Keller geht es. Ach genau, okay, gut. Ich muss also durch den Musikraum raus. Gut, ist die Tür schon offen? Ah ja, super. Gibt's Rose noch? Bingo-Abend? Okay, das sind diese schnellen Idioten. Was hat denn mit dem Künstlerschöner gewinnen soll? Das ist eine andere am Wasser. Die Dudes sind nervig. Richtig nervig. Das war meine gesamte Pistolenmunition. Droppt einer von euch irgendwas? So, wann ist es wieder die Kopien von dem gleichen Typ, der sich der Dunkelheit hingegeben hat? Hm. Den Armbrustschuss sehe ich wahrscheinlich nie wieder, nehme ich mal an. Ah doch, warte mal. Einen sehe ich wieder. Der ist glücklich gelandet, sag ich mal. Naja, guck mal, hier ist die Kellertreppe. Die habe ich irgendwie bis jetzt übersehen. Ja. Es ist leicht überschwemmt hier.
Scheiße. Ich muss den Strom wieder einschalten. Aha. Ohne Strom ist der Schlüssel nutzlos. Schön, dass die alle hier diesen Schlüssel haben. Gut, dass es doch piepen kann. Schilder. Old God Asgard. Ich habe Barry, da hättest du mal lieber noch mal ein bisschen das richtig gemacht. Das ist der Generator. Wahrscheinlich das sagt die Beschreibung gleich irgendwas Tolles, warum das Ding nicht geht. Erinnerung. Mehr Sicherung kaufen. Viel mehr. Beschissene alte Geräte brennen immer wieder durch. Okay, Wladimir. Oder war das die Leiche von Wladimir? Oh, hier sind Sachen durchgestrichen. Wheeler war der Agent eines manisch-depressiven, prominenten Schriftstellers, Alan Wake. Wake hatte diverse Suchtprobleme am Hals, einen gelegentlichen Todeswunsch. Wheeler hatte schon einiges gesehen. Wheeler zahlte eine Menge Geld für einen guten Psychiater. Er ließ sich davon überzeugen, dass all die Albträume, bevor Wake sich selbst ertränkte, nur Einbildung waren. Posttraumatische Belastungsstörung. Jetzt hatte er Pillen, um die Schatten aus seinem Schlaf zu vertreiben. Aber die Andersons waren was ganz anderes. Die Albträume begannen sich wieder einzuschleichen. Oder vielleicht lag es an den Drogen in der Luft. Wheeler hoffte, dass es die Drogen waren. Die Andersons waren uralt. Vampire. Nach jedem Auftritt und der anschließenden Party brauchten sie Wochen, um sich davon zu erholen. Und das taten sie nie ganz. Jedes Mal erwartete Wheeler, dass sie abkratzen würden. Ah. Okay, das ist, war dann wahrscheinlich eine sehr langsame Tour. Da ist nicht so vier Konzerte die Woche. Okay, ich nehme an, wir haben exakt null Sicherung. Die Sicherung ist kaputt. Vielleicht liegt hier irgendwo eine rum. Hier ist auf jeden Fall ein Schuhkarton, nachdem ich gerade gut die Munition weggehauen habe. Wir können die Medipacks können wir auch mal ein bisschen wegrationalisieren hier, ne? Brauchen wir halt nicht. Hier, die Odier deiner Tasse, das wird sich bestimmt überhaupt nicht rächen. Ellen hat sich jetzt in der Tinte auf seinen Schreibtisch ertränkt? Nein, er ist im See ertrunken. Das glaubt zumindest Barry. Barry war ja eigentlich die ganze Story vom Spiel, vom Vorgänger dabei, ne? Okay, da laden wir erstmal durch. Das ist auf jeden Fall ein absolut toller Ort hier. Ich freue mich übrigens jetzt schon auf den Rückweg. Da komme ich nicht durch. Bedauerlich. Da hinten ist eine Teekanne. Mhm. Ja, Blut. Das Schöne ist eigentlich, dass der Horror dadurch sehr aufgehoben wird, weil wir wissen, dass die meisten Viecher... dass die meisten Viecher sehr viel Krach machen, wenn sie sich dagegen kriegen. Rose, die Ersatzsicherungen sind jetzt unter Verschluss, weil jemand, Arti, sie ständig klaut. Der Code ist in der Waschküche. VB. Weil jemand, Klammern, Arti. Hier unten war anscheinend auch mal ganz chillig zum Sitzen. So im Keller. Oh, eine weitere Seite. Da erfahren wir noch mehr aus Barrys Leben. Emmett Elwood hatte genug. Sein ganzes Leben lang war er von denselben engstirnigen, unhöflichen und ignoranten Leuten in der Stadt umgeben gewesen. Ihr endloses Getratsche, ihr in der Nase bohren. Sie kauten mit offenem Mund, sie wuschen sich nicht die Hände, nachdem sie die Toilette besucht hatten. Sie fassten Dinge an, sie fassten alles an. Die Welt ging den Bach runter. Er hatte Tag für Tag beobachtet, wie all die schönen Dinge im Leben in Bright Falls verdorben und für immer ruiniert wurden. Es würde eine gerechte und schreckliche Abrechnung geben. Emmett hatte sich viele Male ausgemalt, wie er sie dafür bezahlen lassen würde. Er hatte seine Wut liebevoll gehegt und gepflegt. Jetzt war sie offen zutage getreten. Hässlich und sabbernd griffen sie mit ihren ungewaschenen Händen nach ihm. Er würde sie niederschlagen, solange bis sie sich nicht mehr bewegten. Und dann würde er seine Hände waschen und desinfizieren. Wer war denn jetzt Emmett? Das war nicht der Arzt, oder? Emmett Elwood. Oder war das der Typ, dessen Leiche wir gefunden haben? Oh ja, noch ein weiteres Ding, wo hinter uns zum Glück überhaupt nicht die Tür zugehen könnte. Oder ist das ein schrottiger Shortcut? Na, aktuell noch nicht. Dass hier Wasser drin steht, macht das auch alles nicht besser, ne? Oh ja, super, hier ist was mit uns im Wasser. Aber eigentlich ist es nicht tief. Weil ist das hier ein Projektor, den ich anmachen kann?
Der Strom ist aus. Ja, aber es ist ein Projektor und vor allen Dingen auch genauso ein Projektor wie woanders. Oh. Saints Anwesen. Bekannter Filmmacher gründete Künstlerkommune in Bright Falls. Thomas Zane, geboren als Thomas Seine in Finnland, und seine Partnerin Barbara Jager, geboren als Barbara Jakala in Finnland, haben vor kurzem eine Künstlersiedlung hier in Bright Falls gegründet. Mr. Zane hat das alte Herrenhaus am Stadtteil gekauft und das Paar hat sich dort niedergelassen. In seinem Heimatland und auch international ist Mr. Zane ein berühmter und angesehener Autorenfilmer, ein aufsteigender Star, der bereits mit Größen wie Stanley Kubrick und Ingmar Bergman verglichen wird. Sein bisher letzter Film Nightless Night wurde mit mehreren europäischen Filmpreisen ausgezeichnet. Mr. Zane drehte seine Spielfilme aus dem Titel Tom der Dichter. Im Gespräch zeigt sich Mr. Zane als charismatische Persönlichkeit mit großen Träumen. Er erzählt davon, dass er in der Gegend ein Hotel und ein Filmstudio bauen will. Er hat sich schon einen Namen für das Hotel ausgesucht. Ocean View Hotel. Der Reporter ist der Meinung, dass sich der Name wunderbar eignet. Die Träume von Mr. Zane würden bald sicherlich zu einem allgemein bekannten Begriff machen, wenn sie Wirklichkeit werden würden. Die Mitglieder der Kommune denken offensichtlich genauso und sehen Zane einen Menschen, der es wert ist, verehrt zu werden. Ein Menschen, der seine Anhängerschaft dazu anleitet, ihr Bewusstsein zu erweitern, mit der Hilfe von magischen Pilzen einen höheren Zustand der künstlerischen Inspiration zu erreichen. Der Bright Falls Record belegt zwar nicht den Konsum illegaler Drogen, aber wir hoffen, dass Mr. Zane dazu beitragen wird, unsere Stadt auf eine künstlerische Landkarte zu bringen. Barbara Jager. Okay, hieß eigentlich Zane. Okay, na gut, das, also nicht so wie Insane, sondern, na gut. Thomas geboren Zane. Das ist übrigens ein Riesenproblem. Also in der IT. Wir sind wieder bei IT-Themen, wie immer, wenn ich über Dinge rede. So Transliteration zu machen. Also das ist ja noch ganz witzig, wenn du irgendwie nur so Üs hast und dann UI draus machen musst. Aber manchmal ist es wichtig, dass das halt der richtige Begriff, zum Beispiel bei Flugtickets, dass der Name exakt der gleiche ist. Und noch interessanter wird es dann halt, wenn du irgendwie, sagen wir mal, Russisch oder so transliterieren willst und es dann verschiedene Auslegungen gibt und das nicht so eins zu eins funktioniert. Oder halt so asiatische Sprachen, das funktioniert das ja auch nicht immer so ganz gleich, ne? Kubrick und Bergmann? Was müssen das für Filme sein? Ja, gut, aber es gibt ja kein. Es erinnert sich ja niemand mehr an Zane. Deswegen ist es ein bisschen komisch, dass wir überhaupt was über Zane hier finden. Weil eigentlich ist alles, was mit Zane zu tun hat, im Schuhkarton. Also, was nicht im Schuhkarton war, weg. Und damit eigentlich auch alles. Ich finde es sehr schön, dass die Zahlen so leuchten. Okay, nee, dann habe ich, glaube ich, gerade aktuell keinen Hinweis auf Zahlen, oder? Was sind hier noch, oder? Thomas Zane. Viku Alinin. Kesa Jakala, Baba Jakala. Arti and the Janitors. Tom the Poet, A Pinprick of Light in the Ocean of Darkness. Cynthia Vivas, Lady of Light. Emil Hartmann, so hieß er, genau. And the Assistant, written and directed by Thomas Zane. Based on a novel by Alan Wake. A Dark Place and Not a Lake. Promotion. Not a Lake. A terrifying strange dive to dark depths of artistic mind. Haben wir irgendwelche Zahlenhinweise hier drauf? Barbara Jakala? Nee. Barbara Jager. Da haben wir auf jeden Fall auch zu viel Spaß wieder gehabt. Ein weiterer Brief oder nur ein Zettel? Cynthia Weaver hatte die Laterne immer dabei. Jemand war bei ihr im Badezimmer. Im Dunkeln. Dunkles Wasser drückte sich in sie hinein. Sie schrie. Cynthia verdorben. Cynthia Weaver hasste es, alt zu sein. Sie war eine Macherin gewesen, eine Kämpferin. Nun machte ihr das Badezimmer Angst. Angst, sich die Hüfte zu brechen. Wie Norman. Cynthia hatte ihre Laterne immer in der Nähe behalten, um die Dunkelheit in Schach zu halten. »Oh je, meine Laterne. Ich glaube, ich habe sie verloren«, sagte sie. »Das hier wird dir wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, meine Liebe«, erwiderte eine Stimme. Die Stimme eines Mannes. Jemand war mit ihr im Badezimmer, in der Dunkelheit. Die Glühbirne war durchgebrannt. Sie hatte sie bereits vor Tagen austauschen wollen. Wie konnte sie das nur vergessen? Sie war ausgerutscht, als sie aus der Wanne stieg. Nun lag sie in der Wanne. Sie hob ihre Hand. Irgendwas sah falsch aus. Zu viele Hände. In einer schwarzen Leere, ohne ein Gefühl für oben oder unten. Sie war unter Wasser. Eine dunkle Gestalt drückte sie nach unten. Dunkles Wasser presste sich in sie hinein. Sie schrie. Es kamen nur Blasen heraus. Ah ja, okay, gut. Also das ist so, als Cynthia entschärft. Weil Rose die Laterne weggeräumt hat aus Ordnungsdrang.
Das ist auch eine erstaunlich oft vorkommende Trophäe, ne? Dass irgendwelche Leute Sachen aus Ordnung wegräumen, dann sind sie nicht da. Weil Leute für andere Leute ihr Leben Ordnung schaffen. Das ist übrigens ein wunderschönes Labyrinth hier. Wir laufen die ganze Zeit im Wasser rum. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das hier noch irgendwie nervig ist. Warum haben die eigentlich so viele Waschmaschinen? Also wirklich. Der Code ist 273. Rose, wenn du das siehst, erinnert bitte dich daran, meine Sachen in Ruhe zu lassen. Ich glaube, sie hassen mich. VB 273. Ich glaube, sie hassen mich. Naja, wahrscheinlich vielleicht auch nur Arti wegen dem Code. 273. Ha. Na gut, den Code geben wir dann beim nächsten Mal ein. Macht's gut bis dahin. Ciao.